Wir werden observiert, täglich, umfassend. Wenn jemand ums Haus schleicht und unser Wohnzimmer ausspioniert, sagen wir sofort, das geht nicht, das ist meine Privatsphäre. Doch wenn gleichzeitig massenhaft viel intimere Daten gespeichert werden, bleibt das für die meisten seltsam abstrakt. Gab es da nicht mal ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das genau das verbietet? Das ist ein Verstoß gegen die Grundrechte, gegen das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, woraus informationelle Selbstbestimmung auch kommt, muss man natürlich sagen, ja, natürlich, ganz klar, es ist eine Verletzung der Würde des Menschen, das ist ganz offensichtlich. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ist 30 Jahre alt. 1983 gingen die Menschen gegen die Volkszählung auf die Straße. Stichwort der gläserne Bürger. Dabei ging es um Dinge, die im Vergleich zu heute possierlich klingen. Was ich für Miete bezahle, das ist für mich intim. Was ich hier gewerblich benutze, geht denen Scheißdreck an. Das ist meine Wohnung. Ja. Wie groß ist die Fläche, das geht denen auch nichts an. Ich habe da eine Wohnung gemietet, das ist mein Bier. Name und Anschrift der Arbeitsstätte, was ich für eine Schulbildung habe und so weiter. Ich finde das so, das ist nicht richtig. Damals spielte man auf dem Commodore 64 herum. Man brauchte ganze Rechnerräume für Daten, die heute auf einen USB-Stick passen. Doch das Bundesverfassungsgericht erkannte schon damals, dass wir ein Grundrecht auf Datenschutz brauchen. Aber ist dieses Grundrecht heute in einer komplett digitalisierten Welt überhaupt noch notwendig? In jedem Fall. Es ist also keineswegs überflüssig und keineswegs überholt. Im Gegenteil, nicht? Es ist so wichtig und so aktuell wie nie. Denn was Whistleblower Edward Snowden enthüllte, ist ein Super-GAU für die gesamte Computer- und Netztechnologie. Sie ist außer Kontrolle geraten. Wir brauchen eine komplette politische und technische Umkehr. Technisch wäre es möglich, eine sichere Datenarchitektur aufzubauen. Ein europäisches Silicon Valley, das an strenge Datenschutzregeln gebunden wäre. Man muss es nur wollen. Beispiele für politisches Umdenken gibt es. Als diese Katastrophe in Fukushima passierte, entschied man sich hier, aus der Atomenergie auszusteigen. Und wenn man das jetzt überträgt, diesen Gedanken, auf den Datenschutz, dann könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass wir in Europa ein Datenschutzrecht schaffen, das das schärfste der Welt ist. Im neuen Koalitionsvertrag zum Datenschutz nichts Neues. Im Gegenteil, die Vorratsdatenspeicherung soll wiederkommen. Der Innenminister reklamiert gar ein super Grundrecht auf Sicherheit. Privatsphäre, adieu. Also da muss ich widersprechen. Es gibt so ein super Grundrecht auf Sicherheit nicht. Es gibt auch kein Grundrecht auf Sicherheit. Also super Grundrecht auf Sicherheit kann doch wohl nicht bedeuten, dass Sie zum Zwecke der Sicherheit gewissermaßen die Freiheitsrechte hintanstellen dürfen. Denn damit würden Sie geradezu den Ast absägen, auf dem wir alle sitzen, nämlich auf der Gewährung der Grund- und Menschenrechte. Die Bundeskanzlerin erwartet eine Entschuldigung der Amerikaner fürs Abhören ihres Handys. Tatsächlich lenkt sie damit nur von der Kernfrage ab, nämlich wie das Grundrecht auf Datenschutz für alle Bürger eingelöst werden soll. Das ist der eigentliche Skandal, den die Bundesregierung jetzt macht. Und den finde ich ganz unglaublich unverschämt. Der eigentlich richtige Impetus, dass der Bürger sagt, ich möchte mich wehren gegen meine Ausspioniererei. Das ist mein Grundrecht. Das verletzt meine Würde. Das wird in sein Gegenteil verkehrt. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe war in den letzten Jahrzehnten immer wieder das letzte Bollwerk gegen die völlige Preisgabe unserer Daten. Jetzt liegt ein Entwurf vor, ein ähnliches Grundrecht auf Datenschutz in ganz Europa einzuführen. Das würde einen Maßstab für den Rest der Welt setzen und Europa einen enormen Standortvorteil verschaffen. Wofür Datenschützer seit 30 Jahren kämpfen, wäre endlich Realität. Doch wieder ist es die Bundesregierung, die bremst. Diese Leute sagen seit 30 Jahren, wir brauchen ein neues Datenschutzgesetz. Und jetzt kriegen wir es vielleicht auf europäischer Ebene. Und wer blockiert es? Die Bundesregierung. Das ist ganz furchtbar in meinen Augen. Es sieht nicht gut aus für unsere Grundrechte. Unser Eigenheim mag vielleicht gut geschützt vor Einbrechern sein. Wirklich Angst müssen wir eher vor Leuten haben, die an unsere Daten wollen. Vor ihnen schützt uns unsere Regierung nicht ausreichend. Sie scheint immer noch nicht verstanden zu haben,
dass es beim Datenschutz um ein Grundrecht geht, wie die Würde des Menschen.